Elektromobilität ist ein Zukunftsthema in der Wirtschaft. Als Innovatoren liefern Unternehmer und Handelnde nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, die den Wirtschaftsstandort stärken. Technologien von morgen schon heute erleben. Elektrisiert in Ostbrandenburg. Mein Name ist Frank Vogt, bin seit 1999 Geschäftsführer bei der Wahrnehmer Busgesellschaft. Die Wahrnehmer Busgesellschaft selber hat mit der Tochter ungefähr 300 Beschäftigte und wir haben 120 Fahrzeuge, die wir einsetzen. Von diesen 120 Fahrzeugen sind 12 Fahrzeuge O-Busse. Die O-Busse fahren im Jahr so 750.000 Kilometer und befördern ungefähr 3,8 bis 4 Millionen Fahrgäste im Jahr. Der O-Bus wird seit 1940 in Eberswalde betrieben und seit 1940, also schon sehr lange, jetzt über 80 Jahre, wird auf Elektromobilität in Eberswalde im öffentlichen Personennahverkehr gesetzt. Normalerweise fahren die O-Busse an der Oberleitung, entnehmen dort den Strom heraus, aber es gibt natürlich immer auch mal Störungen, Baustellen und dann muss man auch mal ein Stück ohne Oberleitung fahren. Da waren in den O-Bussen bisher Notstromaggregate eingebaut, die dann mit einem Dieselgenerator Strom erzeugt haben. Jetzt haben wir im Jahr 2020 alle unsere O-Busse umgebaut, dass dort jetzt ein großer Batteriespeicher drin ist, sodass wir dann auch an diesen Situationen ohne Abgas und ohne Lärm durch die Stadt fahren können. Der Vorteil von Elektromobilität ist natürlich, dass wir sauber und leise durch die Stadt fahren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man durch Elektromobilität auch Bremsenergie wieder zurückgewinnen. Das funktioniert bei Verbrennungsmotoren nicht und das ist aus meiner Sicht eigentlich der große Vorteil. Die Erfahrung des Betriebs des O-Bus-Systems ist letztendlich, die Fahrzeuge sind nicht anfälliger, die gehen nicht mehr kaputt, funktionieren genauso zuverlässig wie auch andere Fahrzeuge, also Dieselfahrzeuge, haben keinen höheren Reparaturaufwand. Ich glaube, muss man schon mal so ganz deutlich sagen. Es ist ja nicht nur das O-Bus-System, also wir wollen hier schon in der Stadt Eberswalde weiter das O-Bus-System ausbauen, an der Stelle als Hybrid-O-Bus, das heißt, an bestimmten Stellen an der Oberleitung fahren, die Batterien nachladen, an anderen Stellen ohne Oberleitung zu fahren. Auch die umliegenden Orte über diesen Weg zu erschließen, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das heißt, wir müssen hier auch in Eberswalde teilweise noch ein bisschen Fahrleitung bauen. Und wir müssen natürlich unseren Fuhrpark in dieser Richtung auch ausbauen und umrüsten, dass wir dann mehr mit Elektromobilität hier in Eberswalde fahren können.